Großes Einkaufswochenende zum 2. Advent vom 6. bis 8. Dezember im Möbelzentrum Großräschen. Mit verkaufsoffenem Sonntag und unschlagbaren Preisvorteilen in allen Abteilungen. Bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen. Bei Küchenneuplanung bis zu 50% Sonderrabatt. Und sogar die 0% Finanzierung. Tolle Programmhighlights und beste Beratung warten auf Sie. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Tolles Programm für die ganze Familie. Der Schokokoch Volker Hecht gibt Tipps und kocht live vor Ort. Spaß für die Kleinen beim Kinderschminken sowie Bockwurst oder Kaffee und Kuchen für nur 1 €. Nina! Christoph! Jesse! Wie geht's dir? Mein Altenheim, mein Bad, mein Seniorenflitzer. Mein Altenheim, mein Bad, mein Seniorenflitzer. Als Frau? Du hast doch immer weniger verdient als ich. Meine Finanzberaterin. Unabhängig ist einfach. Jetzt von Ihrer Sparkasse beraten lassen, damit Frau abgesichert ist. Brauchen Sie noch einen Weihnachtsbaum? Lebensräume hat ihn schon. Lebensräume hat sowieso die besten Bäume. Nicht alt, sondern wieder frisch geschlagen aus dem Wald. Das Hoyerswerda Weihnachtsbaumschlagen an diesem Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr im Wald am Scheibesee. Vom Parkplatz an der Hoyerswerda Seite geht es auch per Kutsche ins Weihnachtsparadies. Dort warten tolle Exemplare, deftige Stärkungen, Überraschungen für Kinder und der Weihnachtsmann auf Sie. Der Weihnachtsbaum zum Weihnachtstraum mit Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 4. Dezember. Schön, dass Sie auch heute wieder Zeit für uns haben. Wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde mit ersten Nachrichten aus der Region. Hoyerswerda ist wieder um eine Pflegeeinrichtung reicher. In Nachbarschaft zum katholischen Kinderhaus St. Elisabeth hat der Malteser Hilfsdienst jetzt eine Tagespflege eingerichtet. Übernommen wurde dabei auch der Name des früheren katholischen Jugendtreffs Offene Tür. Insbesondere vom Hort der benachbarten Kindereinrichtung versprechen sich die Betreiber zahlreiche Synergien. Mit einem eigenen Fahrdienst der Malteser werden die Tagesbewohner am Morgen von zu Hause abgeholt und am Abend in ihr vertrautes Wohnumfeld zurückgebracht. Ab sofort ist das Parken auf dem Pforzheimer Platz in Hoyerswerda wieder möglich. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. So stehen am sogenannten Behördenpark nun 104 Pkw-Stellplätze zur Verfügung, 2 davon mit Elektroladesäulen. Ebenfalls entstanden sind 6 Caravan- und 2 Busstellplätze. Insgesamt rund 650.000 Euro hat die Baumaßnahme gekostet. Der Neubau war erforderlich geworden, da der unbefestigte Parkplatz an seine Kapazitätsgrenzen stieß und sich in einem desolaten Zustand befand. Laut Polizeiangaben hat ein Wolf auf der A4 bei Salzenforst rund 3.000 Euro Sachschaden verursacht. Beim Überqueren der Autobahn in Nähe der Raststätte Oberlausitz am Taucher wurde das Tier von einem Pkw erfasst. Der Wolf verendete noch am Unfallort und wurde von den Beamten an das zuständige Wolfsbüro übergeben. Der Fahrer des Unfallautos blieb unverletzt. In den sächsischen Kindertagesstätten hat sich die Personalsituation gegenüber 2018 leicht entspannt. Mit rund 4% mehr Mitarbeitern ist in 2019 offenbar ein deutlicher Anstieg gelungen. Wie das Städtische Landesamt in Kamenz dazu mitteilt, waren am 1. März 2019 41.000 Menschen in den rund 3.000 sächsischen Kitas beschäftigt. Insbesondere waren mehr Erzieherinnen in den Kitas tätig. Aber auch immer mehr Männer arbeiten mittlerweile in den Kindereinrichtungen. Bei diesen legte die Beschäftigungszahl sogar um 12% zu. In Bautzen sind am Dienstag 3 Stolpersteine verlegt worden. Neben dem Euthanasieopfer Christine Petrich und dem jüdischen Kaufmann Siegfried Sußmann wurde diese Ehrung auch erstmals einem Kommunisten zuteil. Kurt Pczalek, der wegen seiner illegalen Tätigkeit in der KPD verhaftet und 1944 im KZ Sachsenhausen hingerichtet wurde. Neben Bürgermeister Robert Böhmer und der Bundestagsabgeordneten Karin Ley sprach auch Pschaleks Tochter Christa Brade zu den Anwesenden. In bewegenden Worten erinnerte sie an ihren Vater, den sie selbst als Kind nur einmal kurz gesehen hat. Den Stolperstein verlegte der Kölner Künstler Gunter Demnig, der die Aktion einst ins Leben gerufen hatte.
An Kurt Pschalek erinnert heute in Bautzen noch eine Straße im erweiterten Stadtzentrum. Eine Schule, die zu DDR-Zeiten seinen Namen trug, wurde umbenannt. Im Spreetaler Ortsteil Burg machen die Anwohner mittlerweile mobil gegen die ständige Belastung durch den Lkw-Verkehr. So hat sich die eigens gegründete Bürgerinitiative auf die Fahnen geschrieben, den dauernden Schwerlastverkehr durch das Dorf endlich zu stoppen. Wir haben uns vor Ort umgeschaut. Es könnte alles so schön sein mit dem idyllischen und ruhigen Dorfleben in Burg, wenn da nicht die zahlreichen Brummis wären, die den Dorffrieden offensichtlich erheblich stören. Grundsätzlich ist die Dorfstraße nicht für den durchgehenden Lkw-Verkehr ausgelegt. Offenbar sind der kürzere Fahrweg und die Vermeidung der Mautgebühren der Grund für den intensiven Brummiverkehr. Also mich stört an dem Ganzen der Verkehr. Alle 3-4 Minuten kommt hier ein Lkw durchgefahren, hat bestimmt 90, 93 Dezibel die Lautstärke stört. Dann sind sie sehr oft schnell und dadurch die Straße leidet, die Gullideckel gehen kaputt. Und wir haben im Dorf auch 2 scharfe Kurven, da ist es besonders gefährlich. Doch nicht nur tagsüber fühlen sich die Burger Einwohner von den Brummis belästigt und es ist nicht ausschließlich der Lärm, der den Anwohnern Sorge bereitet. Das geht in der Nacht, geht das los, dann ist das auch viel häufiger als nur alle 3 Minuten. Mir selbst ist auch schon auf dem Weg zur Arbeit passiert, dass das besonders in den Kurven mit der Enge so ist, dass man da wirklich ausweichen muss, fast auf den Bordstein fahren muss. Ja, und ansonsten natürlich die Lärmbelästigung hauptsächlich, diese Vibrationen. Also das heißt, dass wir zum Teil in unseren Häusern auch schon Risse sehen, dass die Bilder schief hängen. Aber das ist vielleicht auch nur sekundär, weil also die Hauptgeschichte ist eigentlich, dass ich denke, sich die Einwohner hier in diesem Ort auch Gedanken und wirklich Sorgen um ihre Kinder machen, die auf die Straße laufen oder eben nicht mehr laufen können. Und ja, auch durch die Feinstaub- und die Dreckbelastung. Dem Ganzen soll nun Einhalt geboten werden. Neben der mehrfach im Ort großflächig aufgestellten Aufforderung, die Bundesstraße zu nutzen und das in deutscher, polnischer und tschechischer Sprache, bringen die Bewohner an einigen Grundstücken ihren Unmut auch mit Lkw-Verbotsschildern zum Ausdruck. Mittlerweile fand auch eine Ortsbegehung mit Dr. Stefan Rode, dem Revierbeauftragten der Sächsischen Staatskanzlei, statt. Rund ein Drittel der Einwohner von Burg demonstrierten zudem an diesem Tag ihren Wunsch und Willen nach Veränderung der aktuellen Situation. Nun heißt es dranbleiben und hoffen, dass die Aktivitäten des Bürgerbündnisses schon bald zum Ziel führen. Ja, das Ziel unserer Aktion sollte sein, dass es hier für LKWs ein Durchfahrverbot gibt, weil es eben Ausweichmöglichkeiten gibt. Und ich habe auch gehört, dass das etwas mit dem Sparen der Maut zu tun hat. Und das kann eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Und ganz nebenher wohnt man auf dem Land, weil man es eigentlich ein bisschen ruhig haben möchte. Man nimmt dafür ja auch gern andere Dinge in Kauf. Bei uns im Programm geht es nun weiter mit dem täglichen Blick in den Polizeibericht. Am Dienstagnachmittag haben Beamte der gemeinsamen Fahndungsgruppe Neiße im Gewerbegebiet am Güterbahnhof in Holtendorf einen in Polen gestohlenen VW festgestellt. 2 Polen, ein 34-Jähriger und sein 2 Jahre älterer Komplize, sind mit dem Fahrzeug bis nach Schlaurod geflohen und ließen es dort zurück. Am Dienstagvormittag haben sich 2 Menschen bei einem Verkehrsunfall in Löbau verletzt, einer davon erheblich. Der 58-jährige Fahrer eines Golf übersah offenbar wegen der tiefstehenden Sonne an der äußeren Bautzner Straße eine Baustellenabsperrung. Er durchbrach sie und fuhr frontal gegen einen Baustellen-Lkw. Der Pkw schob ihn auf einen Kleinbagger. Ein 47-jähriger Bauarbeiter stand dazwischen. Er erlitt schwere Verletzungen. Am Dienstagnachmittag sind an der A4-Anschlussstelle Pulsnitz 2 Pkw zusammengestoßen. Eine 40-jährige Fortfahrerin wollte nach links auf die S95 abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Pulsnitz fahrenden Golf. Am Dienstagnachmittag hat eine 47-jährige Frau Steine auf die Fahrbahn der Neusalzer Straße in Bautzen geworfen. Darüber hinaus musste wegen der Frau auf der Fahrbahn ein Pkw-Fahrer notbremsen. Die Verkehrsermittler des Bautzener Reviers bitten um Zeugenhinweise. Insbesondere betroffene Fahrzeugführer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 3560 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Bereits am Montagmorgen hat offenbar ein gelber LKW auf der Königsbrücker Straße in Kamenz den linken Außenspiegel eines Volvo abgefahren und ist anschließend geflüchtet. In Höhe des Friedhofs kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden schwarzen Schweden. Die Polizei sucht nach dem gelben LKW und seinem Fahrer. Hinweise nehmen das Revier in Kamenz unter der Nummer 3520 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Am späten Dienstagnachmittag hat in Zittau in einer Firma in der Oberseifersdorfer Straße eine Drehmaschine gebrannt. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen rasch bekämpfen. Ursache war ein technischer Defekt. Personen wurden nicht verletzt. Unbekannte haben Mittwochmorgen von einer Firma in Strawalde bei Herrnhut einen Anhänger gestohlen. An der Löboer Straße löste sich der Anhänger an einer Böschung und der Passat landete an einem Baum. Später ging er in Flammen auf. Die Diebe sind zu Fuß geflohen. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand löschen. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen gefälscht waren. Wir machen eine kurze Pause und sind dann mit weiteren Meldungen vom Tag für Sie da. Bleiben Sie also dran. Jahre Autohaus Sarotnik, der Mehrmarkenhändler aus Weißkolm. Egal ob Citroën, Ford, Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota oder Volkswagen. Sarotnik hat sie alle. Wir bedanken uns für Ihre Treue mit bis zu 25% Nachlass auf den Listenpreis für Neuwagenkauf und dazu gratis Einsatz Winterräder. Ihr Jörg Sarotnik. Und beim Gebrauchtwagenkauf schenken wir Ihnen wahlweise ein mobiles Navi, eine Sitzheizung oder eine Einparkhilfe. Alle Aktionen gelten bis zum Jahresende. 25 Jahre Autohaus Sarotnik. Einer aus Weißkolm. Wohnen der Fuhl werden Weihnachtsträume mit Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Jetzt Genossenschafter werden Wohnung ordern und super Wunschgeschenk sichern. Ihren Weihnachtsbaum und einen Gutschein im Wert bis zu 150 Euro. Es gilt bis zum 23. Dezember das Weihnachtsangebot Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Alle Infos auch im Netz unter lebensräume-hy.de. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die afrikanische Schweinepest rückt immer näher an Sachsen heran. Rund 50 Kilometer trennen den Freistaat nur noch vom letzten bestätigten Fundort in Polen. Um hier also im Ernstfall gut vorbereitet zu sein, hat das Land Sachsen gemeinsam mit den Landkreisen und kreisfreien Städten eine groß angelegte Tierseuchenübung durchgeführt. Ort dieser Übung war der Tümlitzwald bei Grimma im Landkreis Leipzig. Dazu Jörg Förster, Sprecher vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz. Und heute wird geprobt, die sogenannte Fallwildsuche. Das heißt, Jäger mit Hunden gehen durch den Wald und suchen nach toten Wildschweinen. Die werden danach zur Landesuntersuchungsanstalt verbracht, um dort geprobt werden, ob die halt mit dem ASP-Virus infiziert sind. Man muss dazu sagen, dieser Virus ist sehr, sehr ansteckend unter den Hausschweinen und Wildschweinenbestand. Und der größte Übertragungsträger ist aber der Mensch, zum Beispiel durch die weggeworfene Rohwurst oder auch durch Mitnahme am Stiefelabdruck und so weiter und so fort. Die Übung fand im Beisein von rund 100 Personen aus Ministerien und Behörden statt, aber auch Forstleute, Jäger und Landwirte nahmen daran teil. Damit das Szenario möglichst echt ablief, wurden tote Wildschweine versteckt, die aber nicht infiziert waren. Bei der Suche kamen nicht nur Hundestaffeln zum Einsatz, sondern auch Menschenketten durchstreiften den Wald und sogar eine Drohne und Wärmebildkameras suchten nach möglichen toten Wildschweinen. Tierseuchenexperten kümmerten sich im Anschluss um die Kadaver. Das Dreierteam um Tierarzt Norman Stender dokumentierte zunächst die toten Tiere, nahm Blutproben und hat anschließend die Wildschweine geborgen. Immer unter Berücksichtigung, dass bei der Bergung es nicht zu einer Kontamination vom Waldboden oder von uns oder dem Bergematerial kommt. Das Tier
oder der Kadaver wird jetzt zum Kadaversammelpunkt gebracht. Dort wird er gelagert, bis in die Tierkörperbeseitigungsanstalt abholt zur Entsorgung. Die Probe wird dort auch abgegeben und die wird dann von der Landesuntersuchungsanstalt untersucht. Da kann man dann im Nachhinein also rausfinden, ob das Tier an ASP verendet ist oder nicht. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht in der Regel innerhalb weniger Stunden fest. Für Verbraucherschutzministerin Barbara Klepsch sind solche realitätsnahen Übungen von großer Bedeutung, um daraus zu lernen und Erkenntnisse zu gewinnen. Wir müssen vorbereitet sein, wenn die afrikanische Schweinepest nach Sachsen, nach Deutschland kommt, um dann wirklich im Ernstfall eingreifen und reagieren zu können. Und diese Übung, die wir jetzt durchführen, dient genau dazu, eben für den Ernstfall dann richtig reagieren zu können. Und deswegen testen wir praktisch, was es heißt, eine Wildsau eben auch zu finden im Wald, die mit ASP verseucht ist, und dann eben die weiteren Handlungsschritte einzuleiten. Das Besondere an dem ASP-Virus ist, dass alle infizierten Schweine sterben, egal ob Wild- oder Hausschweine. Bei anderen hoch ansteckenden Tierseuchen ist das nicht immer der Fall. Innerhalb von 5 bis 7 Tagen sterben dann die infizierten Tiere, erklärt Asja Möller, Tierärztin und Leiterin des Veterinäramtes Borna. Es zeigt einfach ein schlechtes Allgemeinbefinden. Es ist krank, fiebert, kann sich nicht mehr wirklich bewegen, wird schläfrig und verendet dann letztendlich. In der Wildschweinpopulation, es wird sicherlich erstmal dramatische Rückgänge geben, aber es ist mitnichten so, dass die Population ausgerottet werden würde, und die würde sich sicherlich auch wieder davon erholen, wenn man der Krankheit einfach seinen Lauf lassen würde. Die landesweite Übung geht in den nächsten Tagen in anderen Orten und Städten in Sachsen weiter. Unter anderem steht noch das Aufstellen von Abwehrzäunen im Landkreis Bautzen sowie die Simulation eines Seuchenausbruchs in einem Hausschweinbestand in Dresden auf dem Plan. Für den Menschen ist die afrikanische Schweinepest übrigens ungefährlich. Willkommen zurück zu Ihrer Drehscheibe Lausitz. Wir haben jetzt noch einmal Meldungen für Sie, kurz und kompakt zusammengefasst. Am Mittwochvormittag fand in der Gedenkstätte für verunglückte Bergleute in der Energiefabrik Knappenrode eine Andacht zum Barbara-Tag statt. Gehalten wurde diese von Superintendent Friedhard Vogel. Die heilige Barbara gilt als Schutzpatronin der Geologen und Bergarbeiter. Aus diesem Grund sind auch mittlerweile 190 verstorbene Kinder, Frauen und Arbeiter unter ihrem Schutz an der Wand der Gedenkstätte auf Glasrahmen verewigt. Vor 170 Jahren wurde damit begonnen. Und parallel zur Andacht wurde heute auch das 20-jährige Jubiläum der Barbara-Kapelle gefeiert. Der Kreistag in Bautzen hat auf seiner jüngsten Sitzung eine Optimierung des Busverkehrs beschlossen. So sollen die Anschlüsse zur Bahn und in die Gewerbegebiete des Landkreises verbessert werden. Ein Gutachter hatte die Ergänzungen mit zusätzlich 2 Millionen Fahrtkilometern, verkürzten Fahrzeiten zum Bahnverkehr und weiterführenden Busanschlüssen empfohlen. Die Umsetzung des Ergänzungsbeschlusses wird den Kreishaushalt mit rund 4,7 Millionen Euro Mehrkosten belasten. Der Innovationscampus Siemens-Görlitz nimmt langsam konkrete Gestalt an. Am Montag wurden dazu 3 Absichtserklärungen mit Forschungs- und Hochschulpartnern sowie der Stadt Görlitz unterzeichnet. Zukünftig sollen in Görlitz die Handelshochschule Leipzig, die TU Dresden, das Fraunhofer-Institut und die Hochschule Zittau-Görlitz gemeinsam an innovativen Zukunftsthemen wie wasserstoffbasierten Antrieben und autonomer Mobilität forschen. Oberbürgermeister Octavian Urso bezeichnet das Ergebnis als einen Meilenstein für den Siemens-Innovationscampus und sieht Görlitz in einer Entwicklung zur Stadt der Zukunftstechnologien. Insgesamt wollen die Partner im ersten Schritt rund 30 Millionen Euro für den Ausbau des Standortes bereitstellen. In den nächsten 5 Jahren sollen dort etwa 100 neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Das historische Rathaus in Görlitz feiert im Dezember das 650-jährige Bestehen. So soll das Jubiläum während des schlesischen Christkindmarktes mit zahlreichen Aktionen gewürdigt werden. Unter anderem verteilt die Stadt kostenlose Postkarten mit historischen Rathausansichten. Des Weiteren lädt Ratsarchivar Siegfried Hoche zu 2 Vorträgen zur Geschichte des Görlitzer Rathauses ein. Das Rathaus im Wandel der Jahre heißt es am 6. und 20. Dezember jeweils um 18 Uhr im großen Saal des Rathauses. Das Rathaus in Görlitz gilt als eines der schönsten in Sachsen. Ehrenamtliches Engagement soll unbürokratischer und ansprechender werden. Das ist das Ziel des bundesweiten Modellprojektes Hauptamt stärkt Ehrenamt.
Ins Leben gerufen wurde es vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Kooperation mit dem Deutschen Landkreistag und soll im Januar 2020 starten. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist einer von 18 Landkreisen deutschlandweit, die als Modellregion ausgewählt wurden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner konnte nun in Berlin die entsprechenden Zuwendungsbescheide an die Teilnehmer überreichen. Wir schalten noch einmal in die Werbeunterbrechung und sind dann mit dem Adventskalendertürchen sowie den Veranstaltungstipps und den Wetteraussichten für Sie zurück. Knobi, Knobi und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info@lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Heute ist der 4. Dezember. Dieser Tag gilt in besonderer Weise als Tag der heiligen Barbara. Die heilige Barbara gilt neben vielen weiteren Berufen vor allem als Schutzpatronin, Schutzheilige der Bergleute. Nach dem heiligen Kalender gehört sie zu den 14 Nothelfern. Ihre Attribute sind der dreifenstrige Turm, als Sinnbild für ihren Glauben an den dreieinigen Gott, der Kelch als Hinweis auf ihren Beistand in der Sterbestunde und das Schwert als Symbol für ihren Märtyrertod. Der Ursprung des Barbara-Tages liegt Ende des 3. Jahrhunderts zur Zeit des römischen Kaisers Maxentius. Der Name Barbara bedeutet aus dem Griechischen übersetzt die Fremde. Sie lebte der Überlieferung zufolge als Tochter eines reichen Kaufmanns Ende des 3. Jahrhunderts in Nikomedien in der heutigen Türkei. Als der Vater eine längere Reise unternehmen musste, schloss er die Tochter in einen Turm ein, um sie vor jedem fremden Einfluss fernzuhalten und zu schützen. Dennoch ließ sich Barbara im christlichen Glauben unterweisen und taufen. Und zum Zeichen für ihren christlichen Glauben soll sie ein drittes Fenster in den Turm haben schlagen lassen, eben als Zeichen für ihren Glauben an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Als der Vater von seiner Reise zurückkehrte und seine Tochter als Christin vorfand, schwor er in seinem Zorn, sie umzubringen, wenn sie ihrem christlichen Glauben nicht abschwor. Doch Barbara blieb standhaft, ihrer Überzeugung und ihrem Glauben treu. So soll der Vater in seinem Zorn seine eigene Tochter mit dem Schwert enthauptet haben. Ihr Todestag gilt als der 4. Dezember 306. Seitdem gilt der 4. Dezember als Tag der heiligen Barbara. Und da sie im Besonderen die Schutzheilige der Bergleute gilt, finden in diesen Tagen auch die diversen Barbara-Feiern der Bergbauunternehmen statt, wo auf das Geleistete und Erreichte hingewiesen wird und entsprechend gefeiert wird. Seit 20 Jahren, seit 1999, gibt es hier in Knappenrode in der ehemaligen Brikettfabrik
eine Barbara-Kapelle, wo am Tag der heiligen Barbara, so auch heute, eine Barbara-Andacht gefeiert wird, für die im Zusammenhang mit dem Bergbau und in den Brikettfabriken ums Leben und verunglückten Menschen. Über 900 Namen stehen hier an den Wänden dieser Kapelle der Männer, Frauen, Jugendlichen und Kinder, die im Zusammenhang mit dem Bergbau seit 1849 ums Leben gekommen sind. Und an einer Wand hängt hier auch die heilige Barbara. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Donnerstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Ab 14 Uhr ist dort Seniorenkaffee-Nachmittag. Zeitgleich beginnt die Computerstunde. Sie können am Donnerstag in Weißkeisel Blut spenden von 10.30 Uhr bis 14 Uhr auf dem Truppenübungsplatz. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda wird am Donnerstag ab 13 Uhr die Hausaufgabenhilfe angeboten. Ab 14 Uhr heißt es im Freizeitprojekt Tierisch-Tierisch. Um 16 Uhr beginnt der Workshop Musik und Tanz im Varieté Hoi-Woi. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Donnerstag ab 14 Uhr Clubtag. Es ist Zeit zum Quatschen und Zuhören. Der Internetpoint kann ab 15 Uhr genutzt werden. Im Natz in Hoyerswerda am Markt kann am Donnerstag ab 14 Uhr in der AG Mineralogie mitgearbeitet werden. Die Holzwerkstatt öffnet um 15.30 Uhr. Der NHV öffnet um 14.30 Uhr in Lauta, da stell dich ein in der Einsteinstraße, am Donnerstag zum Kaffeeklatsch. Sie können am Donnerstag auch in Kamenz Blut spenden von 15 bis 19 Uhr in der HEC-Fachschule in der Königsbrücker Straße. Bei Mosaika e.V. in Bischofswerda können sich Interessierte am Donnerstag in der Acrylmalerei ausprobieren. Start in der Thälmannstraße ist 15.30 Uhr. Im Loab-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum in Hoyerswerda läuft am Donnerstag um 15 Uhr im Begegnungskino Das kleine Gespenst, ein Film für Kinder ab 6 Jahre. Der Eintritt ist frei. Um 19 Uhr startet Lieber Antoine als gar keinen Ärger, eine französische Komödie. Eine Buchpräsentation Arnošt Muka, Statistik der Lausitzer Sorben, übersetzt und herausgegeben von Robert Lorenz, beginnt am Donnerstag um 19.30 Uhr im Museum Bautzen. Am Donnerstag ebenfalls um 19.30 Uhr beginnt der Stammtisch Schriftkurs des Heimatvereins Oberlichtenau im Bürgerhaus in Oberlichtenau. Am Donnerstag um 20 Uhr ist Frauenabend mit Adventsfeier bei der landeskirchlichen Gemeinschaft Friedersdorf im Bethlehem-Raum. Sie steht unter dem Thema Maria durch den Dornwald ging. Und im Cinemotion in Hoyerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Kinoprogrammwoche unter anderem die Streifen Zombieland, Doppelt hält besser, Das perfekte Geheimnis und Last Christmas. Nachts aufklarend, deshalb gehen die Tiefstwerte bis auf minus 2 Grad zurück. Am Donnerstag viel Sonne und nur lockere Wolken, im Wechsel bei 5 Grad, der Wind weht eher schwach. Am Freitag nach teils freundlichem Beginn, Aufzug von Wolken und 7 Grad maximal. Auch am Samstag dann dichte Wolken und zeitweise Regen, zudem recht windig, aber mit bis zu 8 Grad auch sehr mild. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Mittwoch. Das gesamte Team wünscht Ihnen einen entspannten Abend. Wir sind dann morgen wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.